What once was open now is closed. Also es geht immer was auf. Nicht anders. Ganz gefährlich werden. Die Gegnerdichte ist ja ziemlich hoch. Leicht KI kommt langsam, aber stetig näher. So, wir haben Level Up, wir sind bei Dexterity 60, Strange könnte man nur aufgehen oder Vitality oder Magic sogar. Mm-hmm.
Sagen wir gehen auf Strange. Ja, okay. Klassischer Kämpferbild. Stärke und Geschicklichkeit. Sind wir bisher weit gekommen. So, 4 bis 8 Bogen, wahrscheinlich nicht gut genug, weil wir könnten den mal Nee, da ändert sich nichts. Uiuiui. Um die angerauscht, hey. Und von was für einer Entfernung auch. Potion, Mana Potion, Full Mana Potion, Mana Potion, Mana Potion. Können wir mal einen nehmen? Mana Potion. So, da oben sind wir hier eingesperrt in so einem Käfig oder wie? So, was soll ich von euch eingesperrten Monstern halten? Will ich euch treffen? Ja. Man kann reingehen. Er wagt den Schritt. Healing Potion.
Oh oh. Ist was kaputt. Das war der Bogen. Muss man dann immer neu ausrüsten, das Zeugs hier? Muss man dran denken. Das ist noch so kaputt. Rüstung ist ganz gut, okay. Die Waffe, Durability 21, die Waffe muss unbedingt repariert werden. 4 Minuten, müssen wir nur abwarten. Das ist grüne Schleimscheiße hier. Das gefällt mir gar nicht hier. So, haben wir die ganze Spucke weg. Sehr gut. Nee, einer ist noch da. So, den kriegen wir noch rein. I can't cast that yet. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil unsere Haupthandwaffe ist kaputt. Jetzt nicht so agieren wie sonst immer. 2 Minuten. I can't get there from here. So, ich sehe hier drüben nicht, wo er ist. So, jetzt wird's interessant. Der Hornet, der mag Pfeile nicht so gern. So, Reparatur 40 Sekunden. Mal Tränke auffüllen hier. Hm.
Und wie lange hier 40 Sekunden sein können? So, jetzt haben wir wieder Power. Können wir wieder kloppen. Hab nicht nervig, du. Prinz. So, hier oben kann man ein bisschen gehen. Hunter's Bow. I can't carry anymore. Kommt her, meine Freunde. So mag ich euch. Direkt vor die Flinte laufen. So, hier haben wir noch so ein Hunter's Bow. 2 bis 6. Schrott immer. Immer dieser Schrott. Knowledge and Wisdom at the cost of self. Temporary increased magic. Oh, up to town. Was oft? Down to caves. Oh. Nice. This is a nice. Hello, my friend. Stay a while and listen. This is your net. Well, what can I do for you? So, was haben wir hier? Ring minus 10 Vitality. Nope. Fire resistant könnte nun mal interessant werden. Was? So, was gibt's denn hier? Armor Class 30. 10 to Vitality, faster Hit Recovery, Damage taken from enemies. ...29. Enhanced Armor regenerates 2 Mana. Ab 14.000 ist schon teuer. Schild, 5 to Vitality.
Armor Class 6, Armor Class 8. Sollen wir da was nehmen hier? Dann würden wir halt auf das hier verzichten. Mana regenerieren wir auch nicht schlecht, aber 14.000 nehmen, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. So, Bogen 7 zu 15. Oh ja. 12.000. Aber ich sagte was, den nehmen wir. So, dann 12 zu 16, Einhandwaffe. Wird uns auch fast keiner das Wasser reichen können mit der Waffe. Nope. Aber dafür haben wir einen guten Bogen. Greetings. Greetings. Armor Class 14. Das Schild 91.000. Das ist mir ein bisschen zu viel. Armor Class 5. What ails you, my friend? So, Resurrect bekommst du. Identify bekommst du. Healing, Resurrect, Identify. So, das passt soweit. Tränke ich immer fleißig auf. Money lassen wir da. 78.000, nicht schlecht. Schlecht hier spricht. So, nice ist jetzt, wir können hier runtergehen. Down to Caves. So, jetzt haben wir nochmal einen besseren Bogen. Ich bin so gespannt, wie der sich schlägt. Trefft bloß nix. Aber wenn er trifft, sehr gut. Fungal Tome. Was ist das? Quest Item. Aha. Ein Quest-Item. Wer das wohl bekommt? Das Gefühl, als würde ich ihn nicht allzu gut treffen mit dem Bogen. So, da sind jetzt Bad Boys unterwegs. Thank you.
Not enough mana. So, muss man aufpassen, dass die uns da nicht in die Enge treiben. Ein paar böse Buben dabei, habe ich das Gefühl. Bedimp. So, hier ist ein Raum, da ist nichts drin. Hello there. Thank you.
Mal gerade schön sauber aus dem Spiel raustappen. Ich gehe mal hier runter. Scheint mir viel los zu sein. Up to Level 8 ist mal runtergekommen. Kiste, wenn wir gehen hier reinschauen. So, hier müssten wir alles entdeckt haben. Down to Level 10 geht's hier, okay. Schauen wir hier noch rein. Nichts Spannendes mehr. Dann haben wir hier ein Level 9. Fertig, wie es ausschaut. Dann geht es jetzt hier runter nach Level 10. Hier machen wir mal einen kurzen Sneak Peek. Okay, sieht genauso aus. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück. So, wo ging es jetzt hier nochmal hoch? Up to Level 8. Ich glaube hier hinten, oder? Da hinten dann. Level 8.
dass man hier in die Stadt kann. Sehr, sehr cool. So, wir haben eben ein Questbuch. Ah, der Mr. Griswold. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ist wohl scharf drauf. Greetings. It's always a pleasure to see one of my best customers. I know that you've been venturing deeper into the labyrinth. And there's a story I was told that you may find worth the time to listen to. One of the men who returned from the labyrinth told me about a mystic anvil that he came across during his escape. His description reminded me of legends I had heard in my youth about the burning Hellforge, where powerful weapons of magic are crafted. The legend had it that deep within the Hellforge rested the Anvil of Fury. This anvil contained within it the very essence of the demonic underworld. It is said that any weapon crafted upon the burning anvil is imbued with great power. If this anvil is indeed the Anvil of Fury, I may be able to make you a weapon capable of defeating even the darkest lord of hell. Find the anvil for me, and I'll get to work. Ja, ein Amboss, der wohl richtig badass sein soll. So, jetzt schauen wir mal hier, was haben wir hier so? Armor Class 14 haben wir hier. Einiges höher. Aber die Chance to Block ist hier mit 33% 5% höher. Das gefällt mir gar nicht. So, helmtechnisch Armor Class 8. Mhm. Gürtel. Change of getting magic items. Absorb half trap damage. 5 to vitality. 5. Chance of getting magic items. Naja, ist mir zu teuer für 4000. So, was gibt's hier noch? 3 zu 10. 4 zu 8, 3 zu 10. Nichts Weltbewegendes. Und bei den Schwertern. 12 bis 16 wird keiner überbieten können. 14 to magic. Sieben zu 16. Nee, auch nicht. Dann können wir mal das hier verkaufen. So, wer will jetzt dieses Buch haben? Fumgal Tome, Quest Item. Möchte das keiner haben. Greetings, good master. Welcome to the tavern of the... Don't you think that Griswold would be a better person to ask about this? Greetings. Oh, was hat er denn jetzt? Nur Schrott mehr. Okay. Ach, das ist der Guide. Entschuldigung. Well, what can I do for you? Nothing yet, eh? Well... Hey. Hello, my friend. Stay a while and Griswold speaks of the Anvil of Fury, a legendary artifact long searched for, but never found. Crafted from the metallic bones of the Razor Pit demons, the Anvil of Fury was smelt around the skulls of the five most powerful magi of the underworld. Carved with runes of power and chaos, any weapon or armor forged upon this anvil will be immersed into the realm of chaos, embedding it with magical properties. It is said that the unpredictable nature of chaos makes it difficult to know what the outcome of this smithing will be. Ah, weiß man nicht, was draus wird. What ails you, my friend? So, der möchte davon auch nichts wissen. Dann gehen wir mal noch kurz zur Adria. Vielleicht kann die was mit der Schriftrolle anfangen. Ich glaube es fast nicht, aber wer weiß, wer weiß. Oh, scheint doch.
What do we have here? Interesting. It looks like a book of reagents. Keep your eyes open for a black mushroom. It should be fairly large and easy to identify. If you find it, bring it to me, won't you? Aha, ein Black Mushroom. Black Mushroom, sollen wir Augen offen halten? Okay. Meine Damen und Herren, das war's dann heute erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.